Eine Nymphe, ein lockeres Frauenzimmer, es ist wahrhaftig zum Lachen. Eine elegante Heilige war Mut im Ennet, eine weltkühle Mondnonne, deren Lebenskräfte teils von einer anspruchsvollen Zivilisation verzehrt wurden, teils sozusagen Tempelgut waren und in geistlichem Stolze aufgingen. So hatte sie gelebt als Potiphars Erste und Rechte, hochgepflegt, auf Händen getragen, in ihrem Selbstgenügen bekräftigt durch allseitig kniefällige Verehrung, von Wünschen aus jener Sphäre, die sich in ihrem Schlängelmund manifestierte, von Gänsewünschen, um es kurz und schlagend zu sagen, nicht einmal im Traume berührt. Denn es ist falsch, den Traum für Wild- und Freigebiet zu erachten, worin das tags verpönte, zu wuchernder Schadloshaltung sich beliebig hervortun dürfte. Was gründlich unbekannt ist der Wachheit und rein davon ausgesperrt, das kennt auch der Traum nicht. Die Grenze zwischen beiden Gebieten ist fließend und durchlässig. Ein Seelenraum ist es, durch den sie unsicher läuft, und dass er für das Gewissen, den Stolz, unteilbar ist, bewies die Verwirrung, bewiesen die Scham und die Panik, die Mut nicht erst beim Erwachen, sondern sogleich schon im Traume befielen, als sie zum ersten Mal nächtens von Josef träumte. Wann geschah das? Man zählt die Lebensjahre nur lässig bei ihr zu Hause, und weitgehend abhängig von den Gewohnheiten der Welt unserer Erzählung lassen auch wir uns mit beiläufigen Schätzungen genügen. Eni stand sicher um mehrere Jahre hinter ihrem Gemahl zurück, den man bei Josefs Ankauf als einen Mann Ende 30 kennengelernt hat und der unterdessen um rund 7 Jahre zugenommen hatte. Sie war also nicht etwa Mitte 40 wie er, es fehlte viel daran, aber eine reife Frau war sie immerhin, dem Josef an Jahren unleugbar voran. Um wie viele das auszuklügeln, spüren wir Abneigung, und zwar aus moralischem Respekt vor einer hohen, weiblicher Altersunterschiede fast einebnenden kosmetischen Kultur, deren Ergebnissen, sinnengültig wie sie sind, eine höhere Wahrheit zukommt als denen des Rechenstiftes. Andererseits war Josefs Schönheit zu dieser Frist dem Stadium vormännlicher Jugendanmut entwachsen, auf der wir sie seinerzeit zu würdigen hatten. Er war bei 24 Jahren noch immer und erst recht zum Gaffen schön. Man muss ihn sich in der weißen Linnentracht eines Ägypters gehobeneren Standes denken, bei der die Unterkleidung durch die obere schimmerte und deren weite und kurze Ärmel, die an den Handgelenken mit Emailleringen geschmückten Unterarme freiließen, den Kopf bedeckt bei strengeren Gelegenheiten, denn bei bequemeren zeigte er sein eigenes glattes Haar mit einer leichten Kunstperücke, welche die Mitte haltend zwischen Kopftuch und Haartour aus bester Schafwolle dem oberen Kopf in sehr feinen und gleichlaufend dichten Strähnen ähnlich gerippter Seide anlag und so auch in den Nacken reichte, aber von einer bestimmten schräg laufenden Linie an die Faktur wechselte und in kleinen und ebenmäßigen, wie Dachziegel sich ineinander schiebenden Löckchen auf die Schultern hinabfielen. Um den Hals noch außer dem bunten Kragen eine aus Rohr und Gold gefertigte Flachkette, an der ein schützender Skarabäus hing, die Miene ein wenig ins hieratisch-bildmäßige verfremdet durch Künstlichkeiten, die er anpassungswillig in seine Morgentoilette aufgenommen hatte, eine ebenmäßig nachziehende Verstärkung der Brauen, eine lineare Verlängerung der oberen Augenlider gegen die Schläfen hin, so ging er wohl einen langen Stab vor sich hinsetzend, als des Vorstehers oberster Mund durch die Wirtschaft, so fuhr er zu Markte, so stand er bei Tafel, den Dienern winkend hinter Petepris Stuhl, so sah ihn die Herrin im Saal oder wenn er im Frauenhause erschien und etwa vor sie selber trat, um irgendeiner Verordnung wegen in unterwürfiger Haltung und Sprache vor ihr zu reden. Erst so sah sie ihn überhaupt, denn vorher als nichtigen Käufling und noch zu Zeiten, da er dem Potiphar schon das Herz zu erwärmen gewusst, hatte sie ihn überhaupt nicht gesehen. Ja, als er im Hause schon wuchs, wie an einer Quelle, waren immer noch Dudus klagende Hinweise nötig gewesen, um ihr für seine Person die Augen zu öffnen. Träume in Worte zu fassen und zu erzählen,
ist darum fast untunlich, weil auf die sagbare Substanz eines Traumes sehr wenig, nahezu alles dagegen auf sein Aroma und Fluidum ankommt, den unerzählbaren Sinn und Geist von Grauen oder Beglückung oder auch beidem, womit er durchtränkt ist und mit dem er oft die Seele des Träumenden noch lange nachwirkend erfüllt. In unserer Geschichte spielen Träume eine entscheidende Rolle. Ihr Held träumte groß und kindisch, und andere Personen werden darin träumen. Aber in welche Verlegenheit stürzte sie alle die Aufgabe, anderen ihr inneres Erlebnis auch nur annähernd mitzuteilen? Wie unbefriedigend für sie selbst verlief jedes Mal der Versuch. Man braucht nur an Josefs Traum von Sonne, Mond und Sternen und daran zu denken, wie hilflos abgerissen der Träumer damit herausrückte. Wir wären also entschuldigt, wenn es uns nicht gelingen sollte, durch die Erzählung von Mut M. Ennets Traum den Eindruck ganz begreiflich zu machen, den sie, die Träumende, durch ihn empfing und den sie daraus davontrug. Auf jeden Fall haben wir schon zu oft auf ihn angespielt, als dass wir jetzt noch damit zurückhalten dürften. Ihr träumte also, sie säße zu Tisch, im Saal der blauen Säulen, auf der Estrade, in ihrem Schemelstuhl zur Seite des alten Hui und nähme das Mahl in der schonenden Stille, die immer herrschte bei der Prozedur. Doch war die Stille besonders schonend und tief diesmal, da die vier Speisenden nicht nur sich jedes Wortes enthielten, sondern auch ihr Hantieren beim Essen lautlos zu halten bestrebt waren, also dass man in der Stille die durcheinandergehenden Atemzüge der tätigen Dienerschaft deutlich vernahm, und zwar so deutlich, dass zu vermuten war, man würde sie auch bei minder schonender Stille unterschieden haben, denn sie waren schon mehr ein Keuchen. Dieses hastig leise Gekeuch war beunruhigend, und vielleicht, weil Mut darauf horchte, vielleicht auch aus einem anderen Grunde noch, gab sie auf das Tun ihrer Hände nicht hinlänglich Acht und tat sich ein Leides. Denn sie war im Begriffe, mit einem scharf geschliffenen Bronzemesserchen einen Granatapfel zu zerteilen, und aus Zerstreutheit litt ihr die Schärfe aus und fuhr ihr in die Hand, ziemlich tief ins Weiche hinein zwischen dem Daumen und den vier Fingern, so dass es blutete. Es war eine ausgiebige Blutung, von Rubinröte wie der Saft des Granatapfels, und mit Scham und Kummer sah sie sie quellen. Ja, sie schämte sich ihres Blutes, so schön rubinrot es war, wohl auch, weil sie sofort und unvermeidlicherweise ihr blütenweißes Gewand damit befleckte. Aber auch sonst noch und von der Befleckung abgesehen, schämte sie sich über Gebühr und suchte ihr Bluten auf alle Weise vor denen im Saal zu verbergen und zu verhüllen. Mit Erfolg, wie es schien oder scheinen sollte, denn alle gaben sich beflissen die Miene, und zwar auf mehr oder weniger natürliche und glaubhafte Weise, als hätten sie von Muts Missgeschick nichts bemerkt. Und niemand kümmerte sich um ihre Not, was die Verwundete nun doch wieder vergrämte. Diese aber in ihrem Traum blutete schamhaft weiter und färbte ihr Kleid, still erbittert über die allgemeine Gleichgültigkeit und dazu noch mit davon unabhängigem Kummer, der ihrem hochroten Blute selber galt. Da fiel ihr ein, dass sie über diesem Leid ihre Pflicht versäume, strafend auszuschauen, um Ammons Willen nach des Hauses Ärgernis, dem kenanitischen Sklaven, der darin wuchs, wider alle Gebühr, und sie verfinsterte ihre Brauen und blickte streng hinüber zu dem Gemeinden hinter Petepris Stuhl, dem Jünglinge Osarsif. Dieser aber, als fühle er sich durch ihr strenges Blicken gerufen, verließ den Platz seines Amtes und kam und näherte sich ihr und war ihr nahe, und seine Nähe war ihr sehr spürbar. Aber genähert hat er sich ihr, um ihr das Blut zu stillen, denn er nahm ihre verletzte Hand und führte sie an seinen Mund, so dass die vier Finger an seiner einen Wange lagen und der Daumen an seiner anderen, aber die Wunde an seinen Lippen. Darüber stand ihr das Blut still vor Entzücken und war gestillt. Im Saale aber ging's widrig und ängstlich zu, während ihr dieses Heil geschah. Die Dienenden, so viele ihrer waren, liefen gleich wie verstört, auf leisen Sohlen zwar, doch im Chore keuchen durcheinander. Petepre, der Herr, hatte sein Haupt verhüllt
und den gebeugten, verdeckten betastete mit beiden gespreizten Händen seine Gebärerin, indem sie verzweifelt das emporgewandte Blindgesicht über ihm hin und her bewegte. Den alten Tui aber sah Eni aufrecht stehen und ihr drohen mit seinem goldenen, von Kuchen leer geprepelten Schenkelknochen, während sein Mund überm trüben Bärtchen sich auf und zutat in lautloser Schmährede. Die Götter wussten, was sein zahnloser Mund mit der innen arbeitenden Zunge da Grausiges formte, aber es mochte zuletzt wohl eines Sinnes sein mit dem, was die durcheinanderlaufenden Diener keuchten, denn aus ihrem Atemchor löste sich flüsternde Lautgestalt, also dem Feuer, dem Flusse, den Hunden, dem Krokodil, und dies immer wieder. Eni hatte den schrecklichen Flüsterchor noch deutlich im Ohr, als sie dem Traum enttauchte, kalt vor Grauen und heiß gleich wieder danach vor Wonne des Heils, wissend, dass sie der Schlag der Lebensrute getroffen hatte.